Wisst ihr, was ich so geil an diesem Kanal finde? Ich finde es so geil, dass ich einerseits euch inspirieren kann und andererseits finde ich es mega genial, wenn ihr mich inspiriert und mir Sachen zeigt, auf die würde ich im Leben nicht kommen. Denn der Jürgen, der hat nämlich ein paar Fotos geschickt, der hat sich nämlich auch so einen Kontaktgrill gekauft, so einen kleineren, und er hat gesagt, man kann mit diesem Kontaktgrill Bratkartoffeln machen innerhalb von 3 Minuten. Und dann habe ich gedacht, wie doof kann man eigentlich nur sein, dass ich das selber noch nie ausprobiert habe, denn ich habe den Kontaktgrill jetzt schon seit anderthalb, 2 Jahren so ungefähr und ich wäre wahrscheinlich noch nicht mal annähernd auf diese Idee gekommen, da einfach mal Bratkartoffeln zu machen. Denn das Problem bei Bratkartoffeln ist ja, dass die Kartoffelscheiben immer so übereinander in der Pfanne liegen. Man kann nur kleine Portionen machen und dann werden die auch nicht richtig braun, durch, dunkel und was weiß ich nicht alle. Aber ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal aus und ich bin gespannt, was dabei geschmacklich rauskommt. Ich habe einmal, haben wir mal einen hier super duper, wer den nicht kennt, der ist eigentlich ganz cool hier von Lifehite, so ein Ding hier mit so verschiedenen Raspel-Einsätzen. Und da gibt es einen Einsatz bei, den finde ich ganz geil, weil der die Klinge verschieben kann. Und zwar, wenn man diesen Hebel hier benutzt, dann wird das einmal so eine dünne Scheibe und einmal so hat man eine große Scheibe. So, was ich jetzt mache, ist einfach, ich schnappe mir jetzt mal eine Kartoffel, eine Schüssel. Und die werde ich jetzt auch nicht waschen, weil ich die gleich sowieso abwaschen muss. Ich habe jetzt im Übrigen, was habe ich denn hier? Ich habe Speisekartoffeln festkochen genommen, genau. Festkochende Kartoffeln bei Bratkartoffeln sollte man eh nehmen, weil die besser sind. Weil wenn man jetzt weichkochende nimmt, dann, dann würden die zu schnell so kartoffelbreiig werden. Aber ich würde sagen, wir legen mal los. Mal gucken von der Scheibendicke her. Joa, damit dürfte man ja arbeiten können. Super, perfekt. So, auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal schön gleichmäßige Scheiben, die alle überall gleich dick sind, damit ich den Kontaktgrill auch gleich gut passend schließen kann. So, die werde ich jetzt einmal abwaschen, damit ich aber so diese Stärke drumherum wegkriege und dann geht es gleich die letzte Ölung. So, alle gut abgewaschen. Jetzt werde ich den ein bisschen trocken tupfen. Schwester, Tupfer. Damit ihr möglichst auseinanderbreiten. Einmal nochmal was zum drüber tupfen. Muss wahrscheinlich jetzt auch nicht so super duper trocken sein, ist nur, dass es einmal das meiste Wasser weg ist. So. Dann packe ich die jetzt alle in meine Schüssel. Jetzt mache ich das wieder Jürgen, ganz, ganz schmerzfrei, indem ich Rapsöl nehme. Verteilt sich jetzt alles auch noch. Und ich nehme Pommesmehlsalz, was denn sonst? Verteilen. Schon sowas von gespannt, wie das wird. Ah, komm. Da geht noch was. Auf jeden Fall, wenn das klappt, lieber Jürgen, dann verleih ich dir in Ordnung. Das wäre mega. So. Öl haben wir überall drauf, Pommesalz haben wir auch überall drauf. Dann würde ich sagen, Hände waschen, Kontaktgrill anschmeißen und dann schauen wir mal. Den Grill habe ich jetzt aufgeheizt auf 225 Grad. Dann schauen wir mal.
mal belegen. Dann habe ich ja den großen Kontakt für, da kriegt man schon einiges drauf. So, Klappe zu, ab ich tot. Vor allem geschmacklich bin ich hier mal mega gespannt, wie das Ganze oder was da jetzt rauskommen wird. Ich gehe mal davon aus, das wird so eine Mischung aus Bratkartoffel, Pommes, Chips irgendwie sein. Also einerseits habe ich ja das Pommesalz drauf, andererseits habe ich die Scheiben ja jetzt komplett roh genommen. Also ja, ich bin da 3 Minuten ist ticking. Jo, 3 bis 4 Minuten sind rum. Ich würde sagen, wir schauen mal nach. Was natürlich mega ist bei so einem Kontaktgrill ist, dass die immer gleichmäßige Bohlen sind. Ich weiß aber jetzt nicht, ob die super knusprig sind. Ich nehme jetzt mal die erste Schale hier runter. Schau mal. Bevor ich zum Testen komme, direkt sofort die nächste Rutsche drauflegen. Muss mal gucken, ob ich da mit der Zeit hinkomme. Schauen wir doch mal, was daraus geworden ist. Also, das wären meine Scheibchen. Ja, durch sind sie auf jeden Fall, sieht zumindest aus. Das riecht auf jeden Fall schon mal sehr lecker. Optisch kann es auch schon gut enthalten. Ja, ein bisschen Currysoße hier drauf. Aber erstmal probiere ich jetzt mal einen so. Gucken. Knusperfaktor. Ja, geht. Boah. Alter. Wie geil ist das denn? Ich nehme mal einen mit Currysoße. Oh, heiß, heiß. Der ist schon abgekühlt. Jetzt ohne Witz, mit Currysoße, so esse ich ja Bratkartoffeln eh immer am liebsten. Fehlt nur noch ein Ei dazu, aber das schmeckt jetzt original wie Bratkartoffeln. Wie geil ist das denn? Mega. Ich lasse die jetzt mal ein bisschen länger drauf. Guck mal, ob ich die vom Knusperfaktor noch ein bisschen gerade hinkriege. Man sieht, die sind ein bisschen so labberig. Schmecken aber, wie gesagt, 1A. Aber gucken, ob ich noch ein bisschen crunchier hinkriege. Natürlich lassen die nach dem Schneiden auch immer noch ein bisschen Wasser, denn ich habe ja jetzt, wie gesagt, einfach rohe Kartoffeln genommen, obwohl ich die abgetupft habe. Jetzt ist natürlich auch hier ein bisschen Öl bei, aber das kippe ich dann zwischendurch immer ab, beziehungsweise so kann ich ja nochmal das Pommesalz komplett verteilen und das einmal dann abgießen, damit das dann nicht ganz so flüssig auf den Grill kommt. Aber ja, hab sie wild. Ich bin gespannt, wie die zweite Charge wird. So, ich habe jetzt noch mal was verändert. Und zwar habe ich einerseits den Grill auf 250 Grad hochgeheizt und habe das Ganze jetzt 5 Minuten gelassen. Und das sieht auf jeden Fall jetzt schon mal vom Bräunungsgrad her. Man sieht das hier an den Rändern. Und, wo sehe ich das denn hier mal? Da, genau. Das ist aber noch heiß. So hoch zeigen, dann sieht man, dass die Ränder hier noch dunkler und auch wahrscheinlich sehr knuspriger sein werden. Hier sieht man das auch sehr gut und ist auch schon, ja, wieder ein bisschen Ketchup zum Testen. Jetzt bin ich mal gespannt. So, dann nehmen wir mal den hier. Und jetzt achtet mal drauf. Wie geil ist das denn? Und jetzt ist auch, jetzt labbert auch nichts mehr. Phänomenal. Oh. Ich könnte mich da reinlegen.
Wobei die jetzt so ein Tickelchen zu groß sind, aber gut, wer jetzt auf Chip steht, müsste wahrscheinlich 4 Minuten. Teste ich mal mit der nächsten Charge auf. Mit 4 Minuten wäre es wahrscheinlich perfekt. Das hat man so diesen Kompromiss zwischen zu labbrig und zu knusprig. Und mit 4 Minuten testen, aber 52 Grad, also die Temperatur erhöhen, war schon mal gut. Mmh. Lecker. Ja, jetzt habe ich mal genau die Mitte getroffen, also 4 Minuten. Man sieht hier an den äußeren Rändern, dass da so ein bisschen braun ist, aber so vom Knusperfaktor sind die, oh, heiß, sind sie noch, ne, ein bisschen labbrig. Ui, ui, heiß, heiß, heiß. Jetzt teste ich das Ganze mal. Jetzt müssen sie wahrscheinlich perfekte Bratkartoffelkonsistenz haben. Mmh. Perfekt. Absolut. Mmh. 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 So, und den hier nochmal. Wobei das wahrscheinlich alles Geschmackssache ist. Also wenn man eher so fluffige Bratkartoffeln haben will, dann sollte man 3 Minuten wählen. Wenn man es richtig so kross haben will, dann ja, dann sollte man 5 Minuten. Und wenn man so ja, die perfekten, die so ein bisschen Crunch und ein bisschen noch weich haben will, dann ist 4 Minuten absolut perfekt. Und die schmelzen im Mund. Mmh. Mmh. Ja, probiert es einfach mal aus. Und wie gesagt, lieber Jürgen, vielen, vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass Bratkartoffeln so einfach, so schnell und so gleichmäßig lecker sein können. Hätte ich im Leben nicht dran gedacht. Und ja, ihr kennt das. Probiert es mal aus. Schickt mir für mich auch Fotos. Übrigens, ihr könnt mir auch Fotos auf den Discord-Server schicken. Komplett kostenlos für iOS, für Android, für Apple, für Windows, für allen möglichen Quatsch. Und dann können wir auch uns weiter austauschen. Ihr könnt das bei diesem Video so mit irgendwas. Oh, lecker. Lecker sehen wir wieder. Bis dahin. Und tschüss, Gott. Oh mein Gott. Unfassbar. Beziehungsweise legen jetzt noch nicht los. Ich habe mich. Alter Schwede, wo habe ich mich denn jetzt? Guck jetzt mal. Guck mal hier. Da siehst du das? Ich habe mich gerade irgendwo. Alter Sisse. Wo habe ich mich denn jetzt gerade wehgetan? Ich hab irgendwo eine Knie reingepackt. Oh, heiß. Lecko mio. Wieder was für die Outtakes. Das gibt's doch gar nicht. Habe ich mich gerade hier. Guck das mal an. Da habe ich mich. Boah. Pflaster, Schwester. Das hört doch gar nicht mal auf zu bluten. Was ist denn hier los? Alter Schwede. Sag mal, aufhören hier. Einmal so, einmal so. Dabei habe ich doch gar nichts Scharfes angefasst. So, weiter geht's.